Name ist Carradine. Ich möchte mich gar nicht daran erinnern. Aber früher war ich für die Zwerge von Orsamar ein Paragon. Wenn ihr zum Amboss wollt, müsst ihr euch meine Geschichte anhören. Sonst wiederholt sich alles. Ich habe zu meiner Zeit vieles hergestellt, aber berühmt gemacht und mir meinen Status verschafft, hat mich ein einziger Gegenstand, der Amboss der Leere. Ich konnte damit Männer aus Stahl oder Stein erschaffen, so beweglich und klug wie die besten Soldaten. Als Armee waren sie unüberwindlich, aber ich habe niemandem erzählt, um welchen Preis. Kein Schmied, wie begabt er auch sein mag, kann Leben erschaffen. Damit meine Golems lebten, musste ich ihr Leben von woanders hernehmen. Es war ein Angebot an Krieger, die freiwillig ihr Heimatland verteidigen wollten. Und einige haben es angenommen. Aber König Valtor wurde gierig und zwang Männer dazu. Kastenlose und Verbrecher, seine politischen Feinde, alle kamen auf den Amboss. Ich musste erst selbst den Hammer spüren, um das Ausmaß meiner Verbrechen zu erkennen. Nicht Rache. Der Schlag des Hammers hat mir die Augen geöffnet. Meine Schüler wussten genug, um aus mir zu machen, was ich jetzt bin. Aber sie konnten keinen Kontrollstab anfertigen. Darum behielt ich mein Bewusstsein. Seitdem sind wir hier und ich habe einen Weg gesucht, den Amboss zu zerstören. Aber ich kann es nicht selbst tun. Kein Golem kann ihn berühren. Nein! Der Amboss gehört mir! Niemand nimmt ihn mir weg! Ihr, bitte, helft mir, den Amboss zu zerstören! Lasst ihn nicht noch mehr Seelen versklaven! Hört nicht auf ihn! Er ist seit 1000 Jahren hier gefangen und völlig wahnsinnig! Verhelft mir zu dem Amboss, dann werdet ihr eine Armee bekommen, wie es noch nie eine gegeben hat. Branka, du verdammter, verrückter Nackschwanz! Bedeutet dir das Ding so viel, dass du nicht siehst, was du geopfert hast, um es zu bekommen? Seht euch um! Sollte so etwa unser Reich aussehen? Ein zerfallener Tunnel, vollgespuckt von der dunklen Brut? Der Amboss bringt uns unsere Pracht wieder zurück. Wollt ihr nicht mehr über die Möglichkeiten des Ambosses erfahren? Er ist ein Wunder, ein Werkzeug zur Schöpfung. Mit diesem Amboss könnt ihr dem Erbauer selbst Konkurrenz machen. Wenn ihr den Amboss zerstört, werdet ihr das bereuen. Das wagt ihr nicht. Ich möchte es lieber nicht herausfinden. Bitte, zerstört ihn, wenn ihr meint. Danke. Euer Mitgefühl beschämt mich. Ha, ihr seid hier nicht der einzige Meisterschmied, Carradine. Golems, gehorcht mir! Angriff! Ein Kontrollstab! Aber ihr müsst mir helfen. Alleine kann ich sie nicht aufhalten. No!
mein Leben, dass meine Erfindung geopfert wurde. Wenn die Geschichte das alles doch nur totgeschwiegen hätte. Ja, du machst keine Scherze, dumme Frau. Ich wusste immer, dass der Amboss sie umbringen würde. Aber wenigstens ist es nun zu Ende. Ich danke euch, dass ihr zu mir gehalten habt. Der Amboss wartet darauf, dass ihr ihn zerschmettert. Ja, wunderbare Idee. Zerstört ihn ruhig nach allem, was war. Kann ich euch für eure Hilfe irgendeinen Gefallen erweisen? Als letzte Tat, bevor ich von meiner Bürde befreit werde? Branka könnt ihr wohl nicht zurückbringen, was? Oder einen Golem aus ihr machen, wie ihr einer seid? Das würde ich nicht mal tun, wenn ich es könnte. Das dachte ich mir schon. Dann will ich nichts, denn es würde mich an all das erinnern. Es ist vorbei. So ist es gut. Da wäre noch die Sache mit der Wahl. Wir brauchen immer noch die Unterstützung eines Paragon für die Versammlung, oder nicht? Für eure Hilfe werde ich ein letztes Mal zum Hammer greifen und euch eine Krone schmieden, die ihr dem König eurer Wahl übergeben könnt. Vollbracht. Gebt sie, wem ihr wollt. Ich will ihren Namen nicht hören und nichts über sie wissen. Ich habe meine Zeit längst überlebt. Hier ist kein Platz mehr für mich. Euch gebührt mein ewiger Dank, Fremde. Atrasten Altunchi. Möget ihr in der Dunkelheit stets euren Weg finden. Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst. Eine lange Liste von Zwergen. Moment. Um diejenigen zu ehren, die sich geopfert haben, verewigen wir hiermit ihre Namen.
Da furzt mir doch einer ein Schlaflied. Es ist eine Gedenktafel für alle Zwerge, die Golems geworden sind. So muss es sein. Wenn wir das zur Halle der Bewahrung nach Orsamar zurückbringen könnten, würden die sich die Hosen braun freuen. Oder Gold dafür bezahlen. Oder beides. Das war verdammt nochmal schlimmer, als ich erwartet hätte. Seid ihr bereit, in die Stadt zurückzukehren und die Neuigkeiten zu verbreiten? Ach, die Deshirs versuchen seit Jahren, die Stadt zu zerstören. Es ist ihnen bisher noch nicht gelungen. Diese Verzögerungstaktik. Ich verlange eine sofortige Wahl. Mein Vater hatte einen Sohn und der gedenkt, den Thron der Edukens zu besteigen. Wer will ihm das streitig machen? Euer Vater ließ mich an seinem Totenbett schwören, zu verhindern, dass ihr sein Nachfolger werdet. Bitte entschuldigt die Unterbrechung, Lord Seneschall. Aber der graue Wächter ist zurück. Nun, Wächter, welche Neuigkeiten bringt ihr?